Herzlich willkommen. Heute haben wir mal was ganz Besonderes vor. Wir liegen hier mit einem größeren Schiff vor Freuja und wollen heute euch zeigen, wie man auf Seehecht angelt. Und da habe ich auch schon gerade einen Biss, glaube ich. Guck mal, ja, da hängt was. Den hole ich einmal hoch. Seid mit dabei. Kaja ist mit dabei. Wir sind hier mit Ferienhäuser Boch. Sebastian Boch steht gerade hinter der Kamera und filmt. Vorne kommt auch schon ein Seehecht hoch von Taje. Auf Gummifisch mit Fetzen und die sind gerade hier voll da und wie gesagt, wir erklären euch gleich, wie man die Fische fängt und jetzt pumpen wir die einmal nochmal hoch. Schöner Seehecht. Petri. Eieiei. Heavy. Oh, oh, oh. Ihr habt ein Zwei-Haken-System dran. Fühlt sich schwer an, vielleicht ein besserer oder zwei Fische. Jetzt kommen sie mit, ist einer ausgestiegen. Ah, kommt er. Ein richtig schöner Seehecht. Herrlicher Fisch. Oh, hängt knapp. Small hooked. Ja, da ist er. Auf dem Pilker, da war noch ein Fetzen dran vom Hering. Ein richtig schöner Seehecht, toller Fisch und ein auch lecker, exzellenter Speisefisch auch, richtig schön und der hat ordentlich gebockt gerade unten. Wir sind am ersten Seehecht-Spot angekommen. Wir haben eine Tiefe von 70 Meter. Wir haben Kaja mit dabei. Kaja angelt gerade ein paar Köderfische noch für uns. Wir haben aber schon ein paar Köderfische mitgenommen. Schöne Heringe zum Seehecht-Angeln. Und da beködere ich jetzt einfach mal eine Montage. Ich habe hier einfach ein Schlepplei und am Ende ein Zwei-Haken-System, einen großen Einzelhaken, Drilling dran. Der ist verschiebbar, sodass ich immer je nach Ködergröße den anpassen kann. Den Einzelhaken beködere ich einmal durch den Kopf. Der ist eigentlich größtenteils nur dafür da, dass er Köderfisch dran bleibt. Und hinten ist dann der Haken, der die Fische hoffentlich sicher fängt. Den steche ich hinten einmal ein. Wenn es noch ein bisschen straff ist, kann ich hier oben das noch ein bisschen verschieben. Und so sieht das dann aus. Lecker, den lassen wir gleich zu Grund. Und dann hoffen wir, dass der erste Seehecht kommt. Ja, das sieht doch richtig, richtig lecker aus. Hering hat viel Duft. Und den lasse ich jetzt einmal zu Grund. Knapp 70 Meter Tiefe haben wir hier. Relativ wenig Drift. Und dann hoffen wir, dass da gleich ein Seehecht einsteigt. Die stehen meistens relativ grundnah. Also unten ein bisschen mal gucken. Zwischen direktem Grund und bis 5, maximal 10 Meter darüber. Da sollten wir sie eigentlich finden. Ja, wir sind jetzt hier am ersten Spot, knapp 70 Meter tief, leicht schlammiger Boden, das mögen die Seehechte. Man merkt immer unten beim Auftitschen, wie das Blei regelrecht ja, so eingesaugt wird. Es ging jetzt recht flott und der erste Fisch ist eingestiegen. Ich zwischen zwei ein System mit zwei Anbissstellen, mit ein bisschen Leuchtschlauch dabei. Kann natürlich jetzt auch alles sein. Da kann auch mal ein Lump dran gehen, mal ein kleinerer Leng. Das sieht sehr gut aus. Das ist ein Seehecht. Perfekt. Super. Auf Ansage. Petri. Ja, das ist tatsächlich direkt am ersten Spot. Nach nicht mal 5 Minuten der erste Seehecht schon eingestiegen. Der kam jetzt auf den ganzen Hering, hier am Doppelhakensystem. Größe ist noch ausbaufähig, aber zumindest haben wir erstmal den Zielfisch. Das ist doch mal schon mal perfekt. Hier nochmal die Montage. Ich fische ein Zwei-Haken-System, oben ein Einzelhaken mit einem Filet vom Hering. Die untere Anbissstelle, da habe ich einen ganzen Hering drauf. Klassisch einen Seitenhaken außen als Fanghaken oder vorne noch der Haltehaken am Kopf. Das Blei mache ich nicht direkt unten in den Wirbel, sondern habe nochmal so 40, 50 cm als Sollbruchstelle eingebaut. In dem Fall habe ich jetzt einfach eine 35er Schnur genommen, für den Fall, dass ich mal hängen bleibe, dass ich nicht direkt die ganze Montage verliere. Ja, und so einfach ist Seehechtangeln.
Das lassen wir jetzt direkt nochmal runter und dann schauen wir mal, ob noch einer kommt. Ja, der hat jetzt ein bisschen vehementer zugeschnappt. Jetzt macht er gerade gar nichts, kommt einfach mit. Eben standen die Fische noch ganz dicht am Grund. Jetzt haben wir noch mal die Stelle kurz gewechselt oder sind die ein bisschen tiefer angefahren. Hier stehen die auch ein bisschen mehr in der Säule verteilt, bis auf 10 Meter Übergrund. Schauen wir mal, was da jetzt hochkommt. Wir hatten jetzt hier im Spot 80 Meter oder 85 Meter ungefähr. Eine kleine Unterwassernase, eigentlich recht unscheinbar. Aber da stehen sie. Gucken. Ab. Ab? Ja. Fuck. Ne, ist doch noch da. Ist tatsächlich der nächste. Diesmal am oberen Haken auf den Fetzen, genau. Der wollte den oberen haben. Das ist jetzt schon der nächste. Vielleicht minimal größer. Wir tasten uns ran und versuchen gleich nochmal einen dickeren rauszupicken. Der kam jetzt an der oberen Anbissstelle auf ein Makrelenfilet. Hat auch ein bisschen aggressiver gebissen. Der hing direkt, der wollte ihn haben und jetzt machen wir weiter. Im Moment sind wir hier bei 75 Metern. Das ist hier wirklich die Wassersäule im unteren Bereich voll mit Fisch. Ich habe gerade wieder einen Biss, der nibbelt wieder gerade ein bisschen. Bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich einen ganzen Hering dran habe, wann ich anhauen soll. Ist wirklich ein sehr zaghafter Biss. Aber ich probiere es einfach mal. Ja, jetzt hat es endlich bei mir auch mal geklappt. Ich habe einen ganzen Hering hinterm Schleppleit dran. Einen großen Einzelhaken, einen großen Drilling. Wollte mal gucken, ob ich vielleicht einen besseren Seehecht bekomme. Aber erstmal ist die Größe egal. Hauptsache Fisch. Hier bei 75 Metern im Hintergrund sieht man, da sind auch Kleinboote unterwegs, die auch wahrscheinlich auf Seehecht angeln. Wir hatten heute das Glück, dass wir mit einem einheimischen Norweger rausfahren konnten, mit seinem größeren Kahn. Aber die Stelle, die ist nur 15 Minuten entfernt von den Ferienwohnungen. Also da kann man auch locker bei Wetter wie heute, wir haben ja fast keinen Wind, ganz schnell mit einem Kleinboot auch hinfahren. Eine super Angelei, nicht tief. 75 Meter brauchen wir noch keine E-Multi, geht mit der ganz normalen Multi. Und der hat auch schon ein bisschen Gewicht jetzt hier. Einmal kurz noch mal richtig gebockt. Jetzt kommt er mit. Dann sind die meisten Fische oder die meisten Bisse, die wir jetzt hatten, sind auch ein paar Fehlbisse. Muss dazu sagen, die sind auch sehr zaghaft teilweise, die Bisse. Kommen aber fast direkt am Grund oder kurz darüber. So, jetzt müsste er gleich hochkommen. Da kommt er. Und es ist ein schöner Seehecht. Richtig schön. Herrlicher Fisch. Da ist er. Wieder ein schöner Seehecht. Ganzen Hering wollte er haben. Ja, muss ich gleich wahrscheinlich neu beködern. Den hat er voll genommen. Aber richtig schöner Seehecht hier bei 75 Meter. Vorfreuer. Tolle Angelei. Richtig schick. Freue mich. So, jetzt hat Kaya hier mal einen besonderen Fisch beim Seehechtangeln gefangen. Einen grauen Knurrhahn, aber einen richtig großen grauen Knurrhahn. Das ist ein nice one. Really nice one? Yeah. And it was on a piece of herring? Or? Ja. Jetzt hat unser Kapitän auch mal einen dran. Mit Gummifisch und Fischfetzen, glaube ich. It's a big one or? Oh, medium. Nice one. Nice one. You have a soft lure or what was it? Halibut jigs. With a piece of herring? A piece of herring.
Also ein Gummifisch mit einem Stück von vom Hering dran. Oh. Und dann ist schon wieder. Oh, den holen wir uns gleich noch. Der ist abgegangen in der Oberfläche. Ja, den holen wir uns gleich noch, sammeln wir gleich noch ein. Ja, nächster Spot. Wir haben den Platz jetzt mal gewechselt, um die Größe ein bisschen nach oben zu schrauben. Sind ein bisschen tiefer gefahren an eine andere Stelle. Ja, runtergelassen und direkt Doppeldrill. Ich glaube, bei mir ist ein besserer dran. Kaya hat einen etwas kleineren. Kann jetzt gerade bei der Tiefe auch mal ein besserer Leng einsteigen. Wir haben jetzt knapp 100 Meter, aber der verkauft sich richtig gut. Oh. Ein Leng. Ein schöner Leng. Und bei Kaya? Gut, hier haben wir jetzt keine Seehechte gerade, aber jetzt haben wir einen Lenk und noch einen Lump. Aber hier sollten auch die größeren Seehechte stehen. Aber Petri. Ja. Nice Fisch, nice Catch. Ja, wie gesagt, Stelle nochmal gewechselt. Bisschen tiefer gefahren, auch das gehört dazu. Gehen natürlich nicht nur Seehechte ans Band. Wir haben jetzt hier gerade einen Doppeldrill gehabt. Bei mir ein besserer Lenk, bei Kaya. Ein kleiner, aber sehr schöner Lump. Perfekt. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Wir stehen jetzt voll im Fisch. Ich glaube, nach dem machen wir auch gleich Feierabend. Die müssen auch noch alle versorgt werden. Wie Jesko ja schon sagte, ein Seehecht ist natürlich auch ein sehr, sehr leckerer Fisch. Sehr gut für die Küche. Aber übertreiben wollen wir es natürlich auch nicht. Ja, dreht er sich nochmal. Jetzt müsste er gleich kommen. Oh. Jetzt macht sich nochmal richtig schwer. Oh. Ja, da sehe ich ihn schon. Auch wieder ein sehr schöner. Oh, super. Auch wieder auf den oberen Haken. Mit dem Heringsfilet beködert. Ich glaube, jetzt reicht es auch für heute. Super Fischerei hier in Fröja wieder. Hier kommen wir gerne her. Da ist er, der letzte für die Tour. Jetzt gleich geht's rein, wir packen die Sachen. War wieder eine schöne Tour, hat Spaß gemacht. Den Seehechten natürlich wirklich fantastisch. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir möchten euch nochmal zeigen, wie man Seehechte fängt, mit was für einem Gerät, mit was für Ködern, was wir hier verwendet haben an Montagen. Sebastian, was hast du heute den ganzen Tag gefischt? Ich habe eine relativ leichte Naturköderroute gefischt, in dem Fall eine Inliner mit einer kleinen Multirolle dabei. 100 bis 250 Gramm Wurfgewicht, war völlig ausreichend, hat auch für guten Drillspaß gesorgt. Das war so meine Gerätekombi. Das Ganze habe ich hauptsächlich gefischt mit einer Endbleimontage und darüber zwei Anbissstellen. Die eine mit einer Doppelhakenmontage, da habe ich einen ganzen Köderfisch, in dem Fall hatten wir Heringe, angeboten, um eventuell die größeren Seehechte ans Band zu locken. Darüber noch eine zweite Anbissstelle mit einem Haken, da habe ich einfach nur ein Filet vom Hering drauf gesteckt. Das war so meine Montage. Zwischendurch habe ich auch mal einfach Single an einer leichten Pilkrute, wir hatten wenig Drift, nur einen Pilker runtergelassen, auch mit einem Fetzen garniert. War jetzt in meinem Fall nicht ganz so fängig, hat auch geklappt, aber die Endbleimontage mit ein bisschen Leuchtschlauch dabei hat deutlich besser funktioniert.
Als kleine Besonderheit vielleicht noch, die Montage hatte auch vor dem eigentlichen Hakensystem noch Leuchtschläuche. Der Seehecht hat sehr spitze Zähne. Das Vorfach wird ziemlich schnell in Mitleidenschaft gezogen. Und das sorgt auch noch mal ein bisschen für Schutz. Ja, und wie du schon gesagt hast, Seehechte haben spitze Zähne. Ich habe ja am Anfang angefangen mit der Schleppleinmontage. Die habe ich schon mal gezeigt. Zwei Haken, großen Einzelhaken, Drilling dran. Hat auch Seehechte gebracht und hier ist halt kein Leuchtschlauch drauf. Und da merkt man schon, dass sie leicht angeraut ist. Also immer die Schnur auch überprüfen nach jedem Seehecht. Ist sie noch fähig und halt eben auch dicke Schnur verwenden. Ich habe hier eine 1 mm Schnur und die hält natürlich auch, selbst wenn hier so kleine Minimacken drin sind, das hält sie noch aus. Aber immer überprüfen, wenn sie zu stark beschädigt ist, austauschen. Die hat Fisch gebracht, hier habe ich einen ganzen Hering dran gehabt. Nachher habe ich noch gewechselt auf ein System, eine Montage, hier oben auch wieder zwei Haken dran. Da hatte ich einen ganzen Hering dran, den habe ich so leicht noch eingeschnitzt, dass er auf einer Seite ein bisschen mehr Aroma aussendet. Hier habe ich natürlich wieder einen Schutz mit Gummi dran, dass die eine Schnur nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Noch ein Leuchtoktopus, der für einen extra Reiz noch sorgt. Und unten hatte ich halt einfach einen Pilker. Hier war es ein relativ schwerer Pilker, weil wir auf 80 Meter geangelt haben. Dachte ich, bist du schneller unten beim Fisch. Und die Fische waren ja wirklich direkt am Grund. Den habe ich mit mehreren Heringsfetzen bestückt, hat auch seine Fische gebracht. Wenn man flacher fischt, braucht man natürlich nicht so schwere Pilker, da kann man auch leichtere nehmen. Aufgrund des schweren Pilkers und auch des bisschen schwereren Schleppbleis war meine Kombi heute ein bisschen gröber oder ist gröber ausgefallen. Ich habe hier eine 20 bis 30 Lipsroute, eine stabile Multirolle drauf und das ist eigentlich das Gerät. Man muss dazu sagen, die Montagen sind nicht so entscheidend. Wir haben gesehen, es hat alles gefangen. Hauptsache, es ist fischig. Viel entscheidender ist der Spot. Der Spot ist auf jeden Fall sehr wichtig, denn wo kein Seehecht ist, kann logischerweise auch kein Seehecht anbeißen. Wir haben sie jetzt gefunden an im Durchschnitt zwischen 70 und 80 Meter an den Kanten. Haben es auch flacher probiert. Es gab deutlich weniger Fisch. Allgemein waren die tieferen Plätze da schon besser. Ja, und hier vor Freuer haben wir gemerkt, es gab mehrere Ecken, wo man die fangen kann. Ja, auf jeden und Fall. Und auf jeden Fall auch dicht. Ihr seht die Unterkünfte. Wir waren heute mit einem großen Boot draußen, aber auch mit den kleinen Booten kommt man da locker und schnell innerhalb von einer Viertelstunde, glaube ich, hin. Ich würde mal sagen, maximal eine Viertelstunde sind, ja. Da sind die ersten Spots hier direkt hinter den Schären. Man ist auch schnell wieder drin, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Wir hatten jetzt, wie gesagt, ziemlich ruhiges Wetter. Hatten auch viele andere Boote, die auch auf Seehecht geangelt genau. haben. War eine tolle Tour auf jeden Fall. Und wir hatten die Seehechte, wie gesagt, eben dicht am Grund. Und man muss dazu sagen, sie waren auch ein bisschen zickig. Es war nicht so, dass man jeden Biss gleich verwandelt hat. Man musste sie ein bisschen ranspielen. Teilweise hat man einmal ganz kurz dran gehabt, ist wieder abgegangen. Aber wir haben genügend Fische heute gefangen, eine schöne Angelei gehabt. Und im richtigen Revier kann man einige schöne Fische fangen mit den Montagen, die wir hier jetzt gerade gezeigt haben. Auf jeden Fall. Frühjahr ist bekannt für seine Seehechtfänge, gerade so in den Monaten August, September, vielleicht noch sogar Anfang Oktober. Was auch noch ganz interessant war, bevorzugt oder mehr Fischdichte hatten wir auf schlammigen Boden. Das heißt, man merkte unten, wie das Blei wirklich auftitscht, richtig ein bisschen angesogen wurde. Sobald der Boden etwas härter wurde, nahm auch die Intensität der Fische ab. Und halt eben extrem dicht am Grund, also wirklich dicht am Grund geführt. Ja. Da haben wir halt die Seehechte gefangen. Ihr habt gesehen, das Seehechtangeln hier vor Freuer mit kurzen Anfahrtswegen ist wirklich nicht schwer. Man kommt schnell zum Fisch. Wir haben heute nur eine Kurztour gehabt. Ein paar Stunden raus, kurze Anfahrtswege, haben tolle Fische gefangen, noch ein bisschen Beifang mit Lenk, Lump, Knurrhorn. Es hat uns auf jeden Fall gefallen. Wir waren in diesem Revier von Ferienhäuser Boch mit Top-Unterkünften, super Booten, direkt vor der Tür waren wir schon mal. Da waren wir beim Herbst hier. Da haben wir auf Pollack geangelt, auf große Längen und was wir da noch alles andere gefangen haben und wie wir die Fische gefangen haben, das zeigen wir euch hier in diesem Video nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich komme auf jeden Fall auch gerne noch mal ein drittes Mal wieder. Es ist wirklich ein Traumrevier. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Euer Jesko. Und Sebastian. Ciao. Bis demnächst.